Du hast einen Firmenwagen und es ist dir zu aufwendig, ein Fahrtenbuch zu führen, dann ist vielleicht die 1%-Regelung genau das Richtige für dich. Alles, was du darüber wissen musst, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn es dir so geht wie mir, dann ist ein Fahrtenbuch zu führen eine echte Qual. Kilometerstände aufschreiben, Anfangsort, Endort, Erklärungen für Umwege aufzuschreiben, mit welchen Kunden ich mich getroffen habe und so weiter, ist für mich ehrlicherweise super ätzend. Wenn es dir genauso geht, dann gibt es eine einfache Möglichkeit, quasi die privaten Nutzungsanteil herauszurechnen aus den Gesamtkosten der Kfz-Kosten. Und das ist die 1%-Regelung. Aber bevor ich auf die Berechnung eingehe, vielleicht erstmal einen Überblick, warum das eigentlich wichtig ist. Du hast als Selbstständiger, wenn du ein Auto hast, ja einen Gesamtbetrag an Ausgaben für das Auto. Anschaffung, Reparatur, Sprit, Kfz-Steuer, Versicherung und so weiter. Nicht alle von diesen, ich würde mal sagen, 100% der Kosten sind für dich ja wirklich betrieblich veranlasst. Ein Teil davon entfällt auf die Fahrten, die du auch privat machst. Wenn du deine Familie besuchst, wenn du deine Kinder zur Schule fährst und so weiter. Das sind alles keine betrieblichen Kosten. Und diese Kosten, diese privaten Kosten, das heißt Kind zur Kita bringen, möchte das Finanzamt natürlich nicht steuerlich begünstigen. Das ist dein Privatvergnügen und deswegen kriegst du da keine steuerlichen Vorteile. Das Einfachste wäre, jetzt einfach jedem Selbstständigen vorzuschreiben, dass er zwei Autos besitzen sollte. Eins fürs Unternehmen und eins privat. Dann hätten wir keine Probleme mehr, es wäre super sauber zu trennen und alles einfach. Ist natürlich nicht besonders praktisch. Deswegen ist es wichtig, dass wir herausfinden, wie viel der Gesamtkosten des Nutzungsanteils des einen Autos, was wir haben, aufs Unternehmen entfällt und wie viel auf den Privatanteil entfällt. Das kann man halt mit der Fahrtenbuchmethode machen. Dazu haben wir auch übrigens ein separates Video gedreht. Das verlinke ich dir gerne einmal hier. Die einfachere Methode ist die 1%-Methode. Die 1%-Regelung ist keine akkurate Berechnung, die basiert auf den tatsächlichen Kosten, sondern es ist eine Schätzmethode. Und zwar eine Schätzmethode basierend auf dem Wert deines Autos. Diese Schätzmethode ist vollkommen in Ordnung fürs Finanzamt. Das heißt, das kannst du machen und ist für dich deutlich weniger Aufwand. Es kann aber tatsächlich unter Umständen sein, dass du denn mehr Steuern zahlen musst. Aber du hast weniger Ärger in dem ganzen Dokumentieren. Der eigentliche Grundgedanke ist tatsächlich, dass du halt diese Kosten aus deiner Buchhaltung rausnimmst. Das heißt, du musst Steuern zahlen für die Privatnutzung. Das heißt, du zahlst mehr Steuern dafür, dass du einen Teil des Betriebsvermögens quasi privat benutzt. Da kommen wir auch zu den Voraussetzungen. Was musst du erfüllen, damit du diese 1%-Regelung in Anspruch nehmen kannst? Das Auto muss im Betriebsvermögen sein. Es macht keinen Sinn, sich mit der 1%-Regelung zu beschäftigen, wenn du das Auto privat gekauft hast. Wichtig hier ist, du darfst das Auto nur mit deinem Betrieb kaufen, wenn du es mindestens 10% auch tatsächlich betrieblich nutzt. Wenn du es wirklich ausschließlich privat nutzt, die Frage bekomme ich manchmal tatsächlich von Kunden, die sagen, ah, eigentlich benutze ich es nur privat, aber ist das nicht steuerlich viel einfacher und besser, wenn ich das als Unternehmen kaufe? Antwort ist dann nein, es muss wirklich auch eine betriebliche Nutzung von mindestens 10% da sein. Außerdem ist es wichtig, dass du alle Kosten, die du hast im Zusammenhang mit dem Auto, tatsächlich mit als Unternehmen bezahlst. Das heißt, es muss alles erstmal in deiner Buchhaltung auftauchen. Beispielsweise auf dem Weg, wenn du dein Kind zur Kita bringst und dann tanken fährst, ist auch dieser Beleg, muss in der Buchhaltung sein. Wenn du Urlaub machst in Südfrankreich und eine Autoreparatur hast, dann ist auch diese Autoreparatur, musst du erstmal in die Buchhaltung packen. Warum? Weil wir erstmal einen Pool aus allen Kosten brauchen, um dann davon den privaten Anteil rauszurechnen. Wenn der Pool nicht komplett ist, dann ist das für dich steuerlich ungünstig, weil du musst diesen privaten Anteil trotzdem quasi selbst tragen. Bevor wir uns die 1%-Regelung mal anhand eines Beispiels anschauen, erstmal zum Grundsätzlichen. Warum heißt die 1%-Regelung eigentlich 1%-Regelung? Weil du jeden Monat 1% des Bruttolistenpreises deines Autos versteuern musst. Und dafür ist es erstmal wichtig, was ist eigentlich der Bruttolistenpreis? Jeder Autohersteller hat einen Listenpreis. Das ist der Preis, also der Nettoanschaffungspreis, die Umsatzsteuer, die Sonderausstattung und all diese Preise sind dabei. Wichtig ist da, es ist nicht dein Anschaffungspreis. Es ist nicht das, was du tatsächlich gezahlt hast, weil wenn du Autos kaufst, dann hast du Wechselprämie, sonstige Discounts, Finanzierungsmodelle und so weiter. Man zahlt relativ selten diesen Bruttolistenpreis, den es in der Theorie einmal gibt. Aber dieser theoretische Bruttolistenpreis ist die Kalkulationsbasis für die 1%-Regelung. Das heißt, wenn du das für dich ausrechnen möchtest, google einfach mal dein Auto plus Bruttolistenpreis. Wichtig ist da, Sonderausstattung nicht vergessen. Jeden Monat musst du 1% dieses Bruttolistenpreises versteuern. Das heißt, 1% des Wertes deines Autos erhöht quasi deinen Gewinn und darauf musst du Steuern zahlen. Das ist aber nicht alles, denn du musst zusätzlich die Wege zwischen der Wohnung und der Arbeit auch nochmal draufrechnen. Und zwar pro Kilometer 0,03%. Wenn du 20 Kilometer zur Arbeit fährst, dann rechnest du 20 Kilometer mal 0,03% und rechnest das
auf den 1% drauf. Das heißt, du nimmst 1,6% von dem Bruttolistenpreis, den du regelmäßig versteuern musst. Von diesen 0,03% für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit darfst du aber die umgangssprachlich bekannte Pendlerpauschale abziehen. Das sind 30 Cent pro Kilometer und ab dem 21. Kilometer sind es dann 35 Cent. Diese Kosten darfst du davon abziehen. Das heißt, du musst versteuern nur die Differenz zwischen den 0,03% und dieser Pendlerpauschale. Das rechnest du alles zusammen und hast dann einen Betrag, den du monatlich quasi auf deinen Gewinn heraufrechnen musst und dadurch versteuern musst. Das ist die Pauschalisierung, wie du alle Privatkosten quasi steuerlich fein ausgerechnet hast. Die ganze Berechnung der 1%-Regelung wird ein bisschen deutlicher, wenn wir das einfach anhand eines Beispiels machen. Deswegen nehmen wir mal hypothetisch an, dass ich ein Auto gekauft habe mit einem Bruttolistenpreis für 50.000 Euro. Es ist vollkommen egal, wie viel ich tatsächlich gezahlt habe. Wichtig ist Bruttolistenpreis 50.000 Euro. Und dieses Auto würde ich gerne auch privat nutzen. Und da ich zu faul bin, ein Fahrtenbuch zu führen, wähle ich die 1%-Methode. Was bedeutet das für mich steuerlich? Der erste Schritt ist der einfachste. Und zwar ist es 1% des Bruttolistenpreises muss ich monatlich abführen für meine privaten Fahrten. Das ist 1% von 50.000 Euro sind 500 Euro. Das heißt, ich muss 500 Euro jeden Monat zusätzlich versteuern, dafür, dass ich das Auto auch privat nutzen darf. Das ist aber leider nicht alles. Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstelle muss ich nochmal pro Kilometer 0,03% versteuern. Sind bei mir 40 Kilometer, das heißt, ich nehme 40 mal 0,03% sind 1,2%. Das heißt, ich muss nochmal zusätzlich 1,2% des Bruttolistenpreises versteuern, dafür, dass ich das Auto auch benutze auf der Fahrt zwischen Wohnung und Arbeit. Sind bei 50.000 Euro Bruttolistenpreis 1,2% sind 600 Euro. Das heißt, ich muss nochmal zusätzlich 600 Euro im Monat versteuern, dass ich mit diesem Auto von zu Hause zur Arbeit fahre. Davon abziehen darf ich die sogenannte Pendlerpauschale. Bei mir sind es 40 Kilometer, muss ich einmal 20 Kilometer, sind die ersten 20 Kilometer und dann muss ich die zweiten 20 Kilometer mit 35 Cent rechnen. Gehe ich mal davon aus, dass ich in diesem Monat 20 Tage zur Arbeit gefahren bin. Das heißt, ich rechne 20 Kilometer mal 20 Tage mal 30 Cent für die ersten 20 Kilometer, das sind 120 Euro. Für die zweiten 20 Kilometer rechne ich 20 Kilometer mal 20 Tage mal 35 Cent sind 140 Euro. Insgesamt habe ich eine Pendlerpauschale von 120 plus 140 Euro sind 260 Euro Pendlerpauschale. Um jetzt zu wissen, was diese 1%-Regelung eigentlich für mich steuerlich bedeutet, muss ich diese Positionen quasi miteinander zusammenrechnen. Ich nehme einmal die 500 Euro, das sind die 1%, die 600 Euro, das ist die Entfernungsprozente quasi von Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit und ziehe dann die Pendlerpauschale ab. Das heißt, ich habe 500 Euro plus 600 Euro minus 260 Euro sind 840 Euro. Ich habe monatlich 840 Euro, die ich quasi gewinnerhöhend in meiner Buchhaltung berücksichtigen muss. Und diese 840 Euro muss ich zusätzlich versteuern. Das heißt, neben meinen ganz normalen anderen Umsätzen und Gewinnen, die ich natürlich versteuern muss, muss ich 840 Euro versteuern, auch wenn gar kein Geld geflossen ist. Das ist quasi die theoretische Überlegung, dass ich kein Geld entnehme aus dem Unternehmen, sondern eine Leistung, ein Unternehmensequipment, sprich das Auto, verwende und dafür muss ich Steuern zahlen. Und das ist in meinem Fall sind es 840 Euro. Was das steuerlich für mich heißt, ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Wenn mein Durchschnittssteuersatz 10% ist, dann sind es halt 10% von 840 Euro. Wenn mein persönlicher Steuersatz 40% ist, dann sind es 40% von den 840 Euro. Deswegen kann ich es nicht so pauschal sagen, was das steuerlich für dich bedeutet. Dafür musst du immer deinen individuellen Steuersatz kennen. Aber du solltest wissen, in diesem Fall, so berechnest du es, in meinem Fall wären es 840 Euro mehr Gewinn, den ich versteuern muss. Aber das deutsche Steuerrecht wäre ja nicht das deutsche Steuerrecht, wenn das jetzt wirklich alles wäre. Wir haben jetzt nur die Einkommensteuerperspektive angeschaut. Was noch fehlt, ist die Umsatzsteuerperspektive. Denn wir müssen im Rahmen der 1%-Methode auch noch Umsatzsteuer regelmäßig abführen. Vielleicht erstmal zum Grundgedanke, warum ist das so? Du hast bei Tanken, Anschaffungen, Reparaturen und so weiter hast du einen Vorsteuerabzug. Das heißt, das Unternehmen zahlt unterm Strich ja nur den Nettobetrag. Wenn jetzt diese Leistungen zum Teil aus dem Unternehmen rausgehen, und zwar im Rahmen der privaten Nutzungsentnahme, zum Beispiel im Rahmen der 1%-Methode, und man hat einen Vorsteuerabzug rein, dann muss man auch Umsatzsteuer zahlen, wenn die Leistung rausgeht. Und deswegen möchte das Finanzamt auch, dass wir quasi die Nutzungsentnahme Umsatzsteuer darauf zahlen. Die Berechnung funktioniert relativ ähnlich. Und zwar nehmen wir da für die Umsatzsteuer Berechnungsgrundlage auch 1% des Bruttolistenpreises.
Wenn wir bei meinem Beispiel bleiben, 50.000 Euro, 1% davon sind 500 Euro und diese 500 Euro sind die Grundlage für die Berechnung der Umsatzsteuer. Aber wir rechnen nicht die Umsatzsteuer auf die 500 Euro. Und zwar, weil nicht alle Leistungen, die in dieses Unternehmen reingehen, Umsatzsteuer unterliegen. Ich habe nicht auf alle Leistungen einen Vorsteuerabzug. Zum Beispiel die Kfz-Versicherung oder die Kfz-Steuer unterliegen nämlich nicht der Umsatzsteuer und deswegen habe ich keinen Vorsteuerabzug. Und da sagt das Finanzamt, so fair ist es, dass die Leistungsentnahme auch nicht 100% der Umsatzsteuer unterworfen werden muss, weil ja auch rein nicht komplett überall Umsatzsteuer drauf war. Und deswegen sagt das Finanzamt pauschal, okay, dann ziehen wir halt 20% ab. Wir haben jetzt 1% des Bruttolistenpreises, sind in meinem Beispiel 500 Euro. Davon ziehen wir 20% ab. 20% von 500 Euro sind 100 Euro. Das heißt, ich rede 500 Euro minus 100 Euro, habe 400 Euro. Und das ist die Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer. Auf diese 400 Euro wende ich dann den Umsatzsteuersatz an. Da es keine Ermäßigung dafür gibt, wende ich 19% an. Das heißt, ich rechne 19% Umsatzsteuer mal 400 Euro, das sind 76 Euro. Das heißt, ich muss jeden Monat noch einmal 76 Euro im Rahmen meiner Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt abführen, dafür, dass ich das Auto auch privat nutze. Dann habe ich quasi die komplette steuerliche Konsequenz. Einmal die Gewinnerhöhung, in meinem Beispiel 840 Euro im Monat, plus 76 Euro Umsatzsteuer, die ich an das Finanzamt abführen muss. Ich weiß, dieses Video war voller Zahlen und es ist manchmal ein bisschen schwierig, dem zu folgen. Vor allen Dingen möchtest du es wahrscheinlich jetzt für dich ausrechnen. Dafür habe ich ein Google Spreadsheet vorbereitet. Das findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das kannst du kostenlos dir anschauen, kannst mal deine Zahlen eintragen, um auch für dich auszurechnen, was die 1%-Methode eigentlich als steuerliche Konsequenz für dich wäre. Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen und deine Fragen beantworten. Wenn du noch weitere Fragen zur Kfz-Versteuerung hast, dann schreib uns doch einen Kommentar unter diesem Video oder lass uns einfach persönlich sprechen. Wir sind spezialisierter digitaler Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu uns und unserem Angebot findest du unten in der Videobeschreibung. Ansonsten solltest du unseren Kanal abonnieren. Wir haben aber auch weitere Videos gedreht, die kannst du dir auch gern erstmal anschauen und zwar zum Beispiel hier oder hier. Du hast ein Unternehmen, wie heißt das denn das? Firmenwagen? Dienstwagen.